you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I waited, knowing all of my heart. You can't shake me when I am with you. There's no place I'd rather be. Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch dieses schöne Make-up geschminkt. Falls es euch interessiert, wie ich das gemacht habe, dann bleibt jetzt einfach dran. Als erstes habe ich eine Base aufgetragen. Da habe ich jetzt die Catrice Camouflage Cream in der hellsten Farbe genommen und die einfach mit dem Finger aufgetragen. Ich mache das ganz gerne mit dem Finger, einfach weil sich ja das Produkt durch die Körperwärme viel besser verteilen lässt. Ihr könnt aber optional auch einen Pinsel benutzen. Als nächstes habe ich mir dann die Farbe Sand aus meiner In The Buff Palette von W7 genommen und die einfach mit dem Pinsel auf dem Lid aufgetragen. Der nächste Ton nennt sich Camel und ist auch aus der W7 In The Buff Palette. Den habe ich jetzt einfach mit einem angeschrägten Ebelin-Pinsel aufgetragen und da einfach in die Lidfalte eingearbeitet und so ein bisschen diese V-Form nachgezogen. Und am Ende, das seht ihr dann gleich, nochmal mit einem Buffer-Pinsel ein bisschen verblendet. Als nächstes habe ich dann die Farbe Topaz genommen und die mit diesem kleinen Essence Blende Pinsel ebenfalls in die Lidfalte eingearbeitet. Als nächstes habe ich dann die Farbe Thunder benutzt. Dazu habe ich so einen kleinen angeschrägten Pinsel aus meinem Fräulein 38 Pinselset benutzt und den in das äußere V aufgetragen.
das alles noch ein bisschen weicher zu machen, bin ich jetzt mit diesem Ebelin-Pinsel in die Farbe Buff gegangen und habe die Übergänge noch ein bisschen nachgezeichnet bzw. weicher gemacht. Habe ich die Farbe Onyx genommen, das ist dieser schwarze Ton hier, und einen kleinen Pinsel, ebenfalls aus dem Fräulein 38 Pinselset, und habe auch das wieder in das äußere V aufgetragen und gut verblendet. Aber Onyx habe ich dann auch am unteren Wimpernkranz entlang aufgetragen und die einfach mit dem Finger ein bisschen verwischt. Dann bin ich nochmal in Camel reingegangen und habe den am vorderen Wimpernkranz aufgetragen. Um das Auge optisch dann nochmal ein bisschen zu öffnen, bin ich nochmal mit Sand in den Augeninnenwinkel gegangen. Dann habe ich die Camouflage Cream nochmal unter meinem Auge aufgetragen als Concealer und auch auf den Nasenrücken und so ein bisschen auf die Stirn und habe das dann mit einem Pinsel nochmal verblendet. Trage ich mit dem Liquid Ink Eyeliner von Essence einfach einen Lidstrich auf. Ich habe jetzt als Mascara die Catrice Glamadore Mascara gewählt. Normalerweise, wenn ihr jetzt falsche Wimpern benutzen wollt, dann müsstet ihr die vorher auftragen. Meine waren jetzt schon drauf. Ihr müsst aber auch nicht zwingend falsche Wimpern zu dem Look benutzen, je nachdem, was euch gefällt. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Videowünsche in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr mich abonniert, freue ich mich natürlich umso mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!